Hand aufs Herz. Hast du dich schon mal gefragt, warum Männer, die dir gefallen, ein Gefühl der Unsicherheit in dir auslösen? Warum du nicht mehr du selbst bist, wenn du mit einem tollen Mann sprichst, den du für dich begeistern möchtest? Ja, warum es gerade in den Situationen, ja, wo ein Mann die Hauptrolle spielt, der dir wirklich gefällt, ja, sehr, sehr häufig warum es gerade nicht klappt, aber mit anderen Männern, die dir nicht so gut gefallen oder die dir überhaupt nicht gefallen, warum es oft sehr, sehr einfach funktioniert. Nun, die Sache hat natürlich etwas mit unserer Psyche zu tun. Ja, sie hat etwas mit dem zu tun, was in uns drin ist. Ja, und Frauen scheinen gewisse Dinge nicht zu wissen. Ja, und in solchen Situationen, gerade in solchen Situationen zu vergessen, die äußerst wichtig sind für einen Mann, um eine Frau zu begehren. Ja? Und der erste Punkt, ja, über den ich mit dir sprechen möchte, ist der Frauen sehr, sehr häufig in den Sinn kommt und dafür sorgt, dass sie unsicher werden. Denn sie denken, dass sie durch ihre Optik herausstechen müssen. Sie denken, dass sie besser aussehen müssen als die anderen Frauen, dass sie irgendwie toller sein sollen, dass sie über noch mehr Ausstrahlung verfügen sollen, über irgendwelche ganz unmenschlichen Maße, ja, weil es nur so wimmelt von gut aussehender Konkurrenz. Ja, das ist etwas, was nicht stimmt. Ja. Das ist etwas, was die Aufmerksamkeit des Mannes fesselt. Aber es ist nichts, was einen Mann dazu bringt, eine Beziehung mit der Frau zu führen oder führen zu wollen. Männer entscheiden sich für eine Frau als Partnerin nicht anhand von äußeren Qualitäten, sondern anhand ihrer inneren Eigenschaften. Und zwar auch, wenn ihm andere Frauen optisch besser gefallen. Ja, das ist etwas, was du verstehen musst. Es kann sehr, sehr gut sein, dass einem Mann eine andere Frau optisch viel, viel besser gefällt als du. Aber wenn du über die richtigen inneren Eigenschaften und Fähigkeiten verfügst und diese Frau nicht, dann bekommst du den Zuschlag. Oder eine andere Frau, die diese Eigenschaften in sich hat, die du vielleicht nicht so hast oder die du nicht trainiert hast. Ja? Deswegen mach dir keine Gedanken bezüglich deines Äußeren. Selbstverständlich ist Gepflegtheit. Ja? Das zeugt von der Art und Weise, wie du dich selbst behandelst. Ja? Wenn du dich selbst gut in Schale wirfst, wenn du dich in Szene setzen kannst, dann, wenn du für dich selbst einen hohen Wert hast, weil du dich wertvoll behandelst, dann sieht auch der Mann, okay, sie ist eine Frau, die so behandelt wird, die so gut behandelt wird. Ja, deswegen ist es kein Punkt, den du vernachlässigen solltest. Ja? Aber du solltest keine Unsicherheiten haben diesbezüglich. Ja, dass du einen Mann nicht bekommen kannst, weil oder könntest, weil es irgendwelche Konkurrenz gibt, die dir überlegen ist, was das Optische anbetrifft. Ja, nochmal, wertvolle Männer, die über einen gewissen Status verfügen, die eine gewisse Auswahl an Frauen haben, also die, wir reden jetzt nicht über Männer, die überhaupt nicht bei Frauen ankommen, ja? Wir reden jetzt über Männer, die sich aussuchen können, mit welcher Frau sie zusammen sind, ja? Weil sie umringt sind von potenziellen Bewerberinnen. Sie entscheiden sich nicht nach der Optik, sondern nach inneren Qualitäten. Ja, welche inneren Qualitäten sind das? Natürlich ist das die Erfülltheit. Ja, das bedeutet, deine Fähigkeit, erfüllt zu sein. Hier haben wir einen Unterschied, ja, den wir ganz klar thematisieren sollten. Es gibt Erfolg und es gibt Erfülltheit. Viele erfolgreiche Frauen, ja, die sehr, sehr vieles im Leben erreicht haben, ja, die über schöne Spielzeuge verfügen, ja, so irgendwelche Statussymbole, irgendwelche coolen Autos, was ihnen wirklich Spaß macht. Viele sind zwar erfolgreich,
aber nicht erfüllt. Ja, wenn Sie Ihr Ziel erreichen, dann gibt es noch etwas, was Sie noch nicht erreicht haben. Ja, das bedeutet, Sie leben immer in so einer Art Frustration und erlauben sich nicht, sich selbst erfüllt zu sein. Ja, das bedeutet, das ist eine Fähigkeit, die wir lernen müssen und die vor allem in unseren Breitengraden sehr unterentwickelt ist bei den Menschen. Ja, deswegen die Fähigkeit, sich selbst zu erfüllen durch Dinge, die ich mache, durch Ziele, die ich erreiche. Wenn sie mich erfüllen, dann ist es super. Wenn sie mich nicht erfüllen, dann verliere ich meine Energie, dann verschwende ich sie. Ja, das musst du ganz klar wissen. Ja, deswegen, die Erfüllung ist etwas, was unbedingt Hand in Hand mit deinen beruflichen und sonstigen Ambitionen, ja, Hand in Hand gehen muss. Die nächste Sache, die Männer unfassbar attraktiv finden, Frauen, das ist die Fähigkeit, ein magisches Wort zu beherrschen. Und dieses Wort hat so viel Macht, hat so viel Power. Es ist das mächtigste Wort, das der Mann aus dem Mund einer Frau hören kann. Und dieses Wort heißt Nein. Wenn du das Wort Nein beherrschst, wenn du das Wort Nein kultivierst, ja, und das Wort Nein ist eine Metapher für deine Fähigkeit, Grenzen zu setzen, für deine Fähigkeit, Interessen und Bedürfnisse zu äußern, aber auf eine Art und Weise, dass der andere, das Gegenüber, diese Bedürfnisse auch befriedigen möchte. Ja, das ist eine unfassbar wichtige Eigenschaft, ja, die Fähigkeit, Nein zu sagen. Denn das sagt etwas über deine innere Sicherheit aus. Frauen, es gibt viele Frauen, die zwar ja, sehr gut klarkommen im Leben, sagen wir mal so, aber mit einem Mann, den sie interessant finden, werden sie bedürftig. Sie haben Angst, ja, zu sehr ihre Grenzen zu zeigen. Sie neigen dazu, ja, in so eine Position zu verfallen, in so eine bedürftige Position, wo sie sich anpassen. Was dazu führt, dass der Mann den Respekt vor ihr verliert. Ja, er kann dir etwas sagen, vorschlagen. Ja, und wenn du, um ihn nicht zu verlieren, ja, aufgrund von Verlustängsten, weil er ja so wertvoll ist, weil er so wichtig ist in deinem Leben, wenn du deine Position nicht oder falsch kommunizierst, kann es dazu führen, dass dein Wert in seinen Augen rapide sinkt, dass sein Respekt für dich rapide sinkt und mit dem Respekt, das geht immer Hand in Hand, auch sein Wunsch, seine Motivation, eine Beziehung mit dir zu haben, ja, meine Beziehung und dich als seine Partnerin zu haben, ja, mit der er wirklich durchs Leben geht, weil er weiß, hey, er kann sich auf dich nicht so ganz verlassen. Du hast keine innere Stütze. Du hast sie nicht entwickelt. Du suchst sie in ihm, aber er hat kein Gefühl für dich. Ja, deswegen trainiere und kultiviere die Fähigkeit, Nein zu sagen. Mit einem Lächeln. Ja? Frage dich immer wieder in Situationen, zum Beispiel jemand fragt dich, möchtest du einen Kaffee oder einen Tee? Dann sag nicht, nein, nein, ich möchte nichts aus Höflichkeit. Denk darüber nach. Möchte ich jetzt einen Kaffee? Würde sich jetzt so ein Latte Macchiato ganz gut anfühlen? Oder würde sich vielleicht ein Espresso gut anfühlen? Oder nehmen ein Tee? Ja, so ein grüner Tee wäre jetzt genau das Richtige. Ja, das bedeutet, du denkst dich rein, anstatt sozial zu reagieren. Ja, und genauso verfährst du auch in der Kommunikation mit deinen Mitmenschen, mit dir selbst natürlich auch und mit Männern, die mit denen du dich zu Date triffst, mit Männern, mit denen du etwas anfängst. Eine andere Sache ist die Weiblichkeit. Ja, die Weiblichkeit ist ein Pflänzchen. Ja, das ist etwas, was du kultivieren musst, was du pflegen musst. Es ist etwas Heiliges, was du in dir entwickeln musst. Etwas, worauf du achten solltest. Sie ist nicht einfach nur da, weil du eine Frau bist. Ja, das musst du ganz klar sehen. Das ist etwas, was wir als Muster in uns entwickeln sollen. Ja, und Hand aufs Herz, die gefallen ja auch Männer, die männlich sind. Die gefallen Männer, die in sich diese männlichen Muster entwickeln. Ja, und Männer, die jetzt gefallen, ja, die jetzt in diese männlichere Kategorie reinspielen, tun das nicht einfach so, weil ihnen das in die Wiege gelegt wird. Ja, in die Wiege gelegt wird uns das Potenzial, es zu entwickeln. Das ist unsere Aufgabe auf unserem Lebensweg. Wir entwickeln das, was wir für richtig halten.
ein Mann, der früh anfängt, Fußball zu spielen in seiner Fußballmannschaft, der sich durchsetzt, der diesen Konkurrenzkampf in seiner Schule hat, in seinem Freundeskreis, der Schwierigkeiten überwindet, der es schafft, Menschen um sich herum zu organisieren, der es schafft, etwas auf die Beine zu stellen, der es schafft, ja, sich Ziele zu setzen, Ziele zu erreichen, andere zu übertrumpfen, ja, in diesem Konkurrenzkampf. Nach und nach entwickelt er diese Fähigkeit, etwas zu beherrschen. Er entwickelt diese Fähigkeit, sich sicher zu fühlen, ja, in dem, was er macht und um sich herum. Er schafft es, auf die Welt einzuwirken mit seinem Sein. Und das äußert sich in seiner Ausstrahlung. Das äußert sich in der Art und Weise, wie er kommuniziert. Manchmal auch, wie er aussieht. Ja, das sind Muster, die wir in Form gewisser Mikrospannungen in unserem Körper aufnehmen. Ja, wie stehe ich? Wie gehe ich? Wie bewege ich mich? Das sind ja auch alles Ausdrücke unseres Zustands, den wir trainieren oder halt nicht. Ja? Männer, die diesen Konkurrenzkampf scheuen, die diese männlichen Eigenschaften nicht entwickeln, die anstatt Fußball zu spielen mit den anderen und gegebenenfalls nicht so gut sein, wie sie gerne wollen oder wie die Besten dort, ja, verbringen sie ihre Zeit zu Hause, vor dem Computer oder vor irgendwelchen Spielen. Sie verpassen Gelegenheiten, um ihre Männlichkeit zu stärken, um ihre Männlichkeit zu entfalten. Genauso, wie es viele Frauen mit ihrer Weiblichkeit machen. Ja? Deswegen, das ist etwas, was du in dir kultivieren solltest, was du leben solltest. Das ist eine Energiequelle, wenn du es findest und das realisierst, das aktivierst, ist es für dich eine Energiequelle, die dieses Feuer in dir entzündet. Die Männer sehen, die wertvolle Männer sehen. Nach diesem Feuer sehnen sie sich. Genauso wie du, ja, dich in diesem gewissen Feuer in den Augen von bestimmten Männern sehnst. Ja, die in dir dieses Gefühl der Connection entstehen lassen. Ja? Und das alles kannst du lernen, das alles kannst du entwickeln. Ja? Es ist kein Weg des Wissens. Ja, also ich habe es gelesen, toll, jetzt weiß ich es. Nein, es ist etwas, was du in dir durchleben musst, was du in dir durch gewisse Schritte, durch gewisse praktische Schritte entfaltest und manifestierst. Und genau damit beschäftigen wir uns bei unseren Trainings. Ja? Wenn du bereit bist, an dir grundlegend zu arbeiten, wenn du bereit bist, von mir unterstützt zu werden, dann bewirb dich zu meinem Coaching. In der Beschreibung zu diesem Video findest du den Link zu einer kostenlosen Beratungssession, wo wir darüber sprechen, wie wir zusammenarbeiten und was du erreichen möchtest. Und mach das jetzt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video gerne ein Like, hinterlass mir einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Sergej Linz. Und abonniere meinen Kanal, wenn du das immer noch nicht gemacht hast.